Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bevor das Mystery losgeht, habe ich mal wieder eine kleine Kooperation gemacht. Falls euch das irgendwie nicht interessiert oder nervt, dann spult einfach zu der Zeit vor, die ich jetzt hier eingeblendet habe. Aber manche von euch interessiert das ja auch, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen wie so ein kleiner Haul ist oder so. Deswegen, ja, wen es interessiert, der kann sich das jetzt gerne angucken. Und wer sagt, ich scheiß auf die Werbung, dann spult einfach vor. Also, ich habe wieder ein kleines Paket von der Happiness Boutique. Ich durfte mir wieder 3 Schmuckstücke aussuchen. Und unter anderem habe ich mir als erstes einmal diesen Ring hier ausgesucht. Vielleicht habt ihr das letzte Mal, als ich mit denen eine Kooperation gemacht habe, schon mein Armband gesehen, was ich dazu habe. Und ja, jetzt dachte ich einfach, der Ring passt dann ja dazu. Und passend dazu habe ich mir auch noch eine Kette ausgesucht, eben auch mit dem Mond dran. Deswegen habe ich jetzt sozusagen ein komplettes Dreier-Set von diesem Mond-Sterne-Rose-Gold-Schmuck. Was ich halt jetzt auch mal richtig schön finde. Ich muss sagen, ich trage sonst keine Ringe, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich finde den eben auch sehr, sehr, sehr hübsch. Habe zwar irgendwie ein bisschen Angst, dass der mich beim Sport nervt, aber ich schaue einfach mal. Ja! Und dann als letztes habe ich mir noch ein kleines Armbändchen ausgesucht. Dazu hatte ich ja letztes Mal die passende Halskette. Und ja, das ist eben wieder diese Weltkugel, weil ich eben gerne reise. Also für mich hat das auch wieder so eine kleine Bedeutung. Was ich bei der Happiness Boutique immer richtig süß finde, das kommt halt immer in diesem kleinen Paket an. Und dann ist da so ein kleines Kärtchen drin, für wen das ist. Steht halt für Melanie drauf. Ja, die liefern total zügig, also es kommt wirklich schnell auch an, wenn ihr da bestellt. Und ja, die Links sind natürlich wieder in der Infobox und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon mit meiner kleinen Werbung. Wie gesagt, vielleicht interessiert es euch, wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass ich vielleicht in der Zeit ein bisschen häufiger Werbung gemacht habe. Aber ich habe mich halt einfach mega gefreut, dass ich mir wirklich so Sachen aussuchen durfte. Ja. Dann geht es auch schon los mit dem Fall Judith Elizabeth und Susan Deborah McKay. Judith und Susan McKay lebten in Townsville in einer großen Stadt in Australien mit heutzutage etwa 180.000 Einwohnern. Die Familie lebte zum Zeitpunkt allerdings nicht direkt mitten in der Stadt, sondern eher so am Vorort von Townsville, also in den Ecken, wo es wirklich noch ein bisschen ruhiger war. Und in dem heutigen Fall geht es um das Jahr 1970. Am 26. August 1970 wollten die beiden Schwestern, wie gesagt 7 und 5 Jahre alt, dann gemeinsam zur Bushaltestelle gehen, von wo aus sie dann jeden Morgen zur Schule fuhren. Die Bushaltestelle war etwa 200 Meter vom Haus entfernt, also wirklich so, dass man vom Haus eigentlich auch sogar noch bis zur Bushaltestelle gucken konnte. Die beiden brauchten für den Weg immer so um die 10 Minuten. Kleine Kinder trölen ja auch mal ein bisschen vor sich hin. Wenn die dann noch irgendwo Grashüpfer sehen, was weiß ich, halten die da auch noch mal an und schauen. Deswegen wurde für den Weg eigentlich immer so ungefähr 10 Minuten berechnet. Und die beiden durften den Weg auch schon alleine gehen, obwohl sie ja noch sehr, sehr jung waren. Aber wie gesagt, sie waren zu zweit, 2 Mädchen zusammen. Denen passiert ja eher unwahrscheinlicher was als einem Mädchen, was alleine irgendwo langläuft. Und ihnen wurde auch wirklich immer eingebläut, niemals zu Fremden ins Auto einzusteigen oder überhaupt mit Fremden zu reden und sie den nicht kennen. Das hatten sie wirklich eingebläut bekommen. Allerdings beobachtete eine Frau an diesem Morgen, die in der Nähe der Bushaltestelle wohnte, wie die beiden Mädchen plötzlich bei einem Auto standen, bei einer Hollenlimousine, und mit dem Fahrer in dem Auto sprachen. Sie konnte nicht genau hören, was dort gesprochen wurde. Es handelte sich aber auf jeden Fall um ein braunes Auto mit einer Tür, die eine andere Farbe hatte. Das war der Frau so stark im Gedächtnis geblieben. Es war einfach sehr, sehr auffällig an dem Auto, und den Fahrer aus dem Auto beschreibt sie als einen Mann, der ein bisschen ungepflegt aussah, kurze braune Haare hatte und den sie auf ungefähr 35 Jahre schätzen würde. Allerdings sagte sie auch,
dass es irgendwie so der typische Mann von nebenan ist, wie man so sagt. Also er sah aus wie ein ganz normaler Bürger, wie ein ganz normaler, lieber Mann eben. Und deswegen hatte sie sich bei dem Ganzen jetzt auch nicht so viel gedacht. Es hätte ja auch sein können, dass es irgendein Verwandter von den beiden Schwestern war. Und ja, sie dachte sich da einfach nicht ganz so viel. Und eigentlich sollten die beiden Schwestern dann auch in der Schule ankommen, was aber nie passierte. Das Zufällige an diesem Tag war, dass der Bus 15 Minuten Verspätung hatte. Das heißt, man dachte sich erstmal jetzt nichts dabei in der Schule. Aber als sie dann immer noch nicht auftauchten, auch als die Schule schon etwas länger angefangen hatten, dachten sich die Lehrer einfach so, okay, die sind wahrscheinlich krank. Also, okay, ist schon komisch, wenn beide auf einmal krank sind. Ich weiß auch nicht, ob Susan wirklich schon in die Schule ging. Mit 5 Jahren ist es ja noch ziemlich jung. Aber auf jeden Fall dachte man sich in der Schule jetzt auch nicht so viel bei. Das Ganze wurde dann erst komisch, als die beiden Schwestern dann auch mittags nicht nach Hause kamen. Auch nachmittags nicht. Es wurde die Polizei eingeschaltet und weitere Leute wurden befragt. Natürlich machte die Frau dann zu diesem Zeitpunkt auch die Aussage, dass sie die beiden Mädchen bei einem fremden Auto gesehen hat. Und ein weiterer Zeuge berichtete im Nachhinein, dass er gegen 11 Uhr eine Beobachtung machte, etwa 85 Kilometer von Townsville entfernt, in Aya oder so. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Bei einer Tankstelle. Dort kaufte ein Mann wohl etwa für 3 Dollar Benzin. Und das Merkwürdige an der Sache war eben, er passte genau auf die Beschreibung der Frau zu, also wie die Frau den Mann aus diesem Auto beschrieben hatte. Allerdings soll er wohl ein anderes Auto gehabt haben bei dieser Tankstelle, nämlich eine Vauxhall oder ein Vauxhall Victor. Das Ganze ist ja an sich erstmal nicht komisch, aber es wurde auch noch berichtet, dass in diesem Wagen auf den hinteren Sitzen 2 kleine Mädchen waren und ein Zeuge hatte gehört, wie das eine Mädchen sagte, wann sind wir endlich da? Und die kleine Susan hatte wohl gesagt, ich will zu meiner Mama. Wo ist meine Mama? Du hast versprochen, uns zu meiner Mutter zu bringen. Daraufhin, als die beiden dann verschwunden waren und man eben diese beiden Zeugenaussagen hatte, wurde natürlich auf Hochtouren nach den beiden gesucht. Aber zunächst fand man nichts. Aber dann 2 Tage später, am 28. August 1970, an einem Freitag, machte ein Mann eine grausame Entdeckung. Er entdeckte 2 Mädchenleichen in einem Gebiet, in so einem bisschen verlassenen australischen Sumpf- oder Steppengebiet, würde ich mal sagen. Etwa 30 Kilometer von Townsville entfernt und als erstes fand man Susan, die offensichtlich erdrosselt wurde, also mit einem Gegenstand einfach erwürgt wurde. Sie hatte 3 Messerstiche in der Brust, ihre Schuluniform lag neben ihr zusammen mit einem Schuh, in dem eine gefaltete Socke lag und auch ihr kleiner Schulranzen lag etwas weiter von ihr entfernt. Daraufhin entdeckte man Fußspuren im Sand, es war so ein sandiges Steppengebiet eben. Und diese führten 70 Meter weiter zu der Schwester Judith, die ebenfalls Messerstiche hatte und anscheinend erstickt ist. Also sie wurde durch Sand erstickt und auch bei ihr war es so, dass die Klamotten neben ihr lagen. Und auch da war das Komische und Auffällige, dass ein Schuh daneben lag, in dem auch eine Socke feinsäuberlich gefaltet drin lag. Der Mann, der die beiden gefunden hatte, Graham Toth, der sagte daraufhin, dass es selbst für ihn, so als Mann, eine so grausame Entdeckung gewesen war, dass er das gar nicht richtig verarbeiten konnte, irgendwie auch bis heute nicht. Die Polizisten arbeiteten darauf natürlich auf Hochtouren. Das Kuriose oder irgendwie noch das Besondere bei dem Fall ist, dass der eine Polizist wirklich sagte, er geht nicht nach Hause, bis der Mörder dieser beiden Mädchen gefunden wird. Und er übernachtete im Polizeirevier. Seine Frau brachte ihm jeden Tag Essen, neue Klamotten, eben damit er sich ein bisschen frisch machen konnte. Aber das Schockierende ist, dass dieser Polizist 2 Wochen später auf dem Polizeirevier an einem Herzinfarkt starb. Wahrscheinlich einfach durch diesen ganzen Stress. Und also ich weiß irgendwie mal nicht, ob ich da jetzt drüber lachen soll oder das mega traurig finden soll. Also es ist irgendwie schon mega traurig, aber
diese Vorstellung irgendwie, dass da so ein Polizist einfach sagt, ich gehe nicht nach Hause. Ja, also nein, man sollte da nicht drüber lachen, aber irgendwie ist das schon eine kranke Nummer, finde ich. Ein dritter Zeuge sagte dann auch noch aus, dass er ebenfalls eine Heulenlimousine gesehen haben möchte an dem Tag, an dem das Ganze eben passiert ist. Und dort sah er eben, wie ein Mann aus Richtung Tatort kam. Die Heulenlimousine war am Straßenrand geparkt und er ging dann auf die Heulenlimousine zu und fuhr dann weg. Und man ist sich ziemlich sicher, dass auch das der Täter gewesen war, eben weil er aus Richtung des Tatorts kam und weil jetzt auch wieder diese Heulenlimousine im Spiel war. Die Aussage von der Tankstelle, dass die beiden Mädchen dort gesehen wurden, wurde irgendwie als unglaubwürdig abgestempelt, einfach weil der Zeuge ein anderes Auto beschrieben hatte. Allerdings sagte auch dieser, dass er ganz klar wüsste, dass die Tür dieses Autos auch wieder eine andere Farbe hatte. Und wie gesagt, er beschrieb auch den Mann als den gleichen wie die Frau, die die beiden am Morgen kurz vor der Bushaltestelle mit einem fremden Mann gesehen hatte. Keine Ahnung, warum man das jetzt als so unglaubwürdig empfindet. Ich meine, es kennt sich jetzt auch nicht jeder mit den Automarken gut aus oder merkt sich ein Auto so super gut. Finde ich ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen fahrlässig, einfach so zu sagen, nee, das ist unglaubwürdig. Für den ganzen Fall wurden dann auch 10.000, ich weiß nicht, gibt es da US-Dollar? Nee, ich glaube, da gibt es irgendwas anderes in Australien. Belohnung ausgesetzt, falls man irgendwie Hinweise findet, die wirklich zum Mörder führen würden. 28 Jahre später kam es dann zu einem sehr kuriosen Vorfall, denn ein Mann, der genau auch in dem Umkreis wohnte, hatte einen kleinen Konflikt mit einem anderen Fahrer, der anscheinend irgendwie sehr komisch gefahren war, einfach sehr unsicher gefahren war. Und ja, es kam einfach zu so einem Konflikt, wahrscheinlich so, ey, warum fährst du dann immer irgendwelche Kurven auf den Straßen, was soll das, du bringst mich hier noch in Gefahr. Und zufälligerweise war dieser Mann, der einen Konflikt mit einem anderen Mann hatte, ein Zeuge von dem ganzen Fall, der jetzt schon 28 Jahre zurücklag. Und er erkannte den Mann, mit dem er sich stritt, wieder und sagte, das war der Mann, den ich gesehen habe. Das war der Mann, der höchstwahrscheinlich die McKay-Schwestern umgebracht hat. Und er hatte sich in diesen 28 Jahren wohl nicht wirklich verändert. Und das Auffällige war eben, dass dieser Mann auch so ein Auto hatte mit einer anderen Fahrertür oder auch so eine Heulenlimousine. Und man war sich wirklich ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Mann um den Täter handelte, nämlich um Arthur Stanley Brown. Und er war auch schon wegen anderen Fällen vor Gericht. Er hatte schon 2 Morde zuvor gestanden. Er war pädophil und man wusste eben, dass er sich wirklich schon mehrfach an Kindern vergriffen hatte. Fragt mich nicht, warum er jetzt noch auf freiem Fuß war. Keine Ahnung. Und er wollte anscheinend auch einige Tage, nachdem das passiert ist, mit der Cousine seiner Frau und mit seiner Frau die Mordstelle besuchen. Einfach, weil er sich das angucken wollte. Das kam ihm damals auch schon ein bisschen merkwürdig vor. Und er sollte auch schon mal eine Tat begangen haben, die nur 20 Meter von dem Tatort, wo der Mord der McKay-Schwestern stattgefunden hatte, begangen haben. Das außerdem noch sehr, sehr Auffällige ist, das berichtete auch wieder die Cousine seiner Frau und auch seine Frau selber, dass er, nachdem das Ganze passiert ist, irgendwann mal die Autotür von seinem Auto gewechselt hat, weil er einfach, ja, er sagte einfach, das passt nicht mehr zu meinem Auto, das muss mal gewechselt werden. Und die Tür hatte eben damals auch eine andere Farbe als der Rest des Autos. Ich finde, das sind jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Hinweise. Und am 18. Oktober 1999 kam es dann zu einem Prozess mit Arthur Stanley Brown, wo man allerdings erklärte, dass es nicht ausreichend Beweise gab. Also es gab wirklich nicht ausreichend Beweise, um ihn jetzt letztendlich wirklich hinter Gitter zu bringen. Was ich persönlich irgendwie nicht verstehen kann. Klar gab es jetzt keine DNA-Proben oder sonstiges, aber ich finde trotzdem, dass die Beweise, die man da hatte, mehr als ausreichend sein sollten. Allgemein, was ich mich irgendwie auch frage, ist, warum er nicht sowieso schon für andere Morde lebenslang Haftstrafe bekommen hatte. Allerdings wurde eben dann der Prozess abgebrochen und im späteren Verlauf
sagte man auch ungefähr im Jahr 2001, dass er verhandlungsunfähig ist. Er war zu dem Zeitpunkt bereits 89 Jahre alt und hatte eine Demenz, eine wirklich starke Demenz. Und im Jahre 2002 verstarb Stanley dann eben in einem Altersheim und er starb sozusagen als ein unschuldiger Mann, was ich wirklich irgendwie unfassbar finde. Er hat nie eine Strafe dafür bekommen. Wie gesagt, man weiß jetzt auch nicht zu 100%, ob er das war, aber ihr könnt ja mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, ob es Stanley Brown war. Ich meine, es deutet wirklich alles auf ihn hin und es gibt eigentlich auch keine anderen Männer, die jetzt irgendwie besonders verdächtig gewesen wären. Also für mich ist das eigentlich klar, dass er das war. Zum Schluss grüße ich noch einmal die Avance. Du hast mir auch einen sehr, sehr langen und lieben Kommentar geschrieben und ich danke dir dafür wirklich sehr und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!